Umso mehr freut sich, glaube ich, schon jemand. Das denke ich mir auch. Sanne? Papa! Darf ich? Falsch, Junge. Ich warte im Auto, ja? Wie geht's? Alles ist nichts für mich. Mir geht's gut, Papa. Alles gut. Ich bin mittlerweile verlobt und bekomme ein Kind. Nein! Doch! Ich werde Opa! Du wirst nicht nur Opa, du bist bereits Opa. Nina hat eine Tochter bekommen, Amelie. Ich habe ein Enkelkind? Wie geht es dir, wie geht es Mama? Mama geht's gut. Sie hat mittlerweile einen neuen Partner gefunden und ist über die Zeit hinweg. Rudi, ich weiß, dieser Anschlag war hart. Aber das ist wie eine zweite Chance. Es ist nie zu spät, um neu anzufangen. Recht hast du, Herr Lenzen. Vielen Dank. Gerne, Herr Matthias. Sehr gern. Herr Lenzen, ich bitte Sie von ganzem Herzen, diese Widerlänge zu schnappen. Wir tun alles dafür. Das habe ich Ihnen versprochen. Hm? Okay. Ich muss kurz telefonieren. Sarah? Du, diesmal habe ich was, das uns echt weiterbringen könnte. Ich würde euch das aber sehr gerne zeigen, wenn es geht. Ja klar, ciao. Gut, tschüss. Sarahs Anruf katapultiert den Anwalt zurück in die harte Realität. Die Assistentin hat im gesamten Kiez zu Rudis Fall recherchiert und kommt mit grausamen Fakten. Hey, da bist du ja schon. Na, ja. Alles gut? Hey. Boah, wie man es nimmt, ne? Hi. Hi. Ja, dann lass mal sehen. Ja. Genau, ich habe dir das ja schon gesagt, dass ich euch was zeigen will. Ja. Ich hatte mich ja sowieso hier schon so ein bisschen in der Gegend umgeguckt, ne? Und dann dachte ich, na, ich könnte ja vielleicht mal in die Schulen gehen. Vielleicht haben ja die Schüler irgendwas gehört oder so. Ja, und da hat mir dann wirklich ein Mädchen so ein Handyvideo gezeigt. Das macht gerade irgendwie seine Runde in sämtlichen Kanälen, Gruppen und was weiß ich was alles. Und ja, guckt euch das bis am besten mal selber an. Nein, das ist doch Rudi. Oh nein. Das ist so erniedrigend. Ja, ist erniedrigend. Eine ganze Menge Straftaten haben sich da verewigt. Ne? Körperverletzung, versuchte Nötigung, Beleidigung, das komplette Programm. Die denken, die sind cool. Die schicken es ihren Freunden rum und brüsten sich damit. Weißt du, was ich meine? Das kotzt mich an. Scheiße, wenn es ja schon gereicht hätte. Ey. Und genau aus dem Grund, den du gerade nennst, bin ich mir da sicher, dass es für den versuchten Mordanschlag auf Herrn Matern auch ein Video gibt. Das werden die garantiert mitgefilmt haben, kann doch keiner um zu zeigen, wie toll sie sind. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das wäre ja eigentlich naheliegend. Also ich meine, Beweis ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, was wir haben. Ne? Sind dir die Schuhe und die Jacke aufgefallen? Ha? Ja, ne? Ach, meinst du wirklich? Meine ich. Nee. Hast du jetzt Verdacht oder was? Ja. Okay. Und dem gehen wir auch sofort nach. Ich bin da ganz guter Dinge. Wir kriegen das hin. Es ist so toll, dass Sie helfen. Den Pfand gibt's später und verköstigen Sie die junge Dame. Na klar. Danke. Okay. Alles klar, bis dann. Für Ingo Lenzen ist eindeutig, dass der Teenager-Sohn des Juristen Kolja Schmidt auf dem schockierenden Video zu sehen ist. Doch der Anwalt braucht Beweise. Deshalb konfrontiert er den hetzenden Vater mit den Bildern. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich, klar. Ja. Herr Schmidt, haben Sie kurz Zeit? Was wollen Sie denn hier? Ich würde ganz gerne mit Ihnen sprechen. Worüber? Herr Lenzen, ich habe keine Zeit. Ich habe einen wichtigen Mandanten am Apparat. Des versuchten Mordes gegen Ihren Sohn. Ich denke, das ist wichtig. Na, kommen Sie kurz rein. Sekunde. So, okay. Tut mir leid. Ja. Okay. Also, ich will wirklich, dass der hirnlose, alte Hobbyanwalt und sein komischer Großstadtaffe wieder hier. Stopp, mach's. Hey, was machst du mich jetzt von der Seite? Hast du wirklich Bock auf sowas? Alter, ganz ehrlich, chill, chill. Ganz ehrlich. Es gibt eine Strafanzeige und ein Verfahren. Ja, mein Vater ist Anwalt, der holt mich da raus. Machen Sie jetzt nicht so viel Stress. Wie immer. Lasse, was ist hier los? Ihr Sohn hat gerade meinen Mitarbeiter rassistisch beleidigt. Das hat er gemacht? Ja, das hat er gemacht und dafür gibt es eine Strafanzeige. Dafür wird sich ein Jugendrichter wird sich damit beschäftigen. Das ist in der Regel nicht seine Art, das tut mir leid. In der Regel offensichtlich doch. Okay, Entschuldigung. Ja. Gut, aber was ist Ihr Anliegen? Was wollen Sie? Gucken Sie sich das mal an. Das Video. Okay. Naja. Harter Tobak, gell? Gut, was habe ich mit dem... Erkennen Sie die Schuhe und die Jacke nicht wieder?
Ach, solche Turnschuhe tragen sie alle, die Jugendlichen, oder? Das sieht man tagtäglich. Aber Ihr Sohn auch, Herr Schmidt. Herr Lenzen, also ich bitte Sie. Ja, man kann natürlich auch die Augen verschließen. Ne? Naja. Wo war Ihr Sohn denn vor 4 Tagen nachts? Im Bett. Woher wissen Sie das? Zu Hause im Bett und hat geschlafen. Woher wissen Sie das? Haben Sie es gesehen? Weil er sich nicht auf der Straße rumtreibt, weil er in der Regel zu Hause schläft. Weil er in der Regel zu Hause schläft. Das heißt, ich habe es nicht gesehen, ich liege nicht daneben. Wo er war. Nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus, dass er geschlafen hat. Und ich gehe davon aus, dass derjenige, der hier auf diesen Obdachlosen uriniert hat, der gleiche, der versucht hat, ihn anzuzünden, ist. Ha? Das ist eine Unterstellung. Also, Herr Lenzen, was Sie jetzt machen Sie sich strafbar. Sie können von mir eine Klage wegen Verleumdung bekommen. Ach, Herr Schmidt, hat damit nichts zu tun. Oder wollen Sie meinen Sohn das unterstellen? Ich will Ihnen einen Hinweis geben, den Sie vielleicht mal nachgehen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Jemand, der gegen Obdachlose hetzt. Ich hetze nicht gegen Obdachlose. Natürlich hetzen Sie gegen Obdachlose. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie das radikale Gedankengut in das Hirn Ihres Sohnes gepflanzt haben und ihn damit zur Gewaltbereitschaft gebracht haben. Und ich sage Ihnen noch eines. Die Polizei wird sich dieses Video hier sehr, sehr genau ansehen. Und die werden die Stimmen entzerren. Und dann wissen Sie so gut wie ich, was dabei rauskommt. Ich möchte Ihnen noch einen Tipp geben. Vielleicht nehmen Sie sich mal 2 Minuten Zeit und gucken in das Telefon Ihres Sohnes. Gucken Sie sich mal die Videos an, vielleicht. Das mache ich in der Regel nicht. Ich spioniere meinen Sohn nicht nach. Ja, müssen Sie nicht. Ist nur ein Tipp. Wie gesagt, nur ein Tipp. Ich lehne allgemein Gewalt ab und mein Sohn lehnt auch Gewalt ab. Ja, dazu vielleicht da muss ich ihn nicht hinterher spionieren. Dazu noch mal ein Wort. Was Sie mit Gewalt ablehnen meinen, das verstehe ich ja nicht so ganz. Immerhin hetzen Sie gegen Obdachlose. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie derjenige sind, der das Gedankengut, das radikale Gedankengut in das Hirn Ihres Sohnes gepflanzt haben und deren Sohn zu Gewalt gebracht hat. Das wird mir zu kompliziert. Ich achte nur darauf, dass das Viertel hier sauber wird. Dass Sie das nicht verstehen können. Schönen Tag noch, Herr Lenzen. Ja, wiederschauen. Der Anwalt hofft, dass er die elterliche Verantwortung und einen Funken Restanstand des Vaters aktivieren konnte. Mit Unterstützung seines Kripo-Kollegen Ron Ammer will er die Täter endlich überführen. Also jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob Herr Schmidt sich irgendwie hat inspirieren lassen. Ja, natürlich. Ich denke nicht. Nee? Nee, der wird seinen Sohn da rausboxen, der lässt sich da auf nichts ein. Wir haben gar nichts, wir haben keine Überwachungskameras, es haben sich keine Zeugen gemeldet und selbst wenn wir beweisen könnten, dass die Jungs das in dem Pissvideo sind, das bringt die noch lange nicht mit dem Brandanschlag in Verbindung. Ich weiß nicht. Der Schmidt hat sich da zum Beispiel mit dir sogar entschuldigt. Ja, aber was blieb denn da alles übrig? Ja, natürlich muss er das, aber er hätte es auch nicht tun können. Wie auch denkbar gewesen, er sagt, nee, ist mir egal, wenn mein Sohn tut. Komm selber mit klar. Der ist deshalb gegen Obdachlose und hetzt gegen die, weil die ihm lästig sind, weil die ihn am Kohleverdienen hindern. Aber nicht, weil er grundsätzlich was gegen die hat. Und ich glaube auch, dass der sich überhaupt nicht bewusst darüber ist, was seine Hasstiraden auslösen, dass die eben seinen Sohn vielleicht dazu zu bringen, rechtsradikales Gedankengut zu bringen. Lass uns mal hoffen, dass Sarah dieses Video noch findet, wo der Brandanschlag drauf zu sehen ist. Ja. Sollte das zweite Video nicht auftauchen, kämen die Teenager ungestraft davon. Auch Rudi Matern liegt es am Herzen, die Täter zu finden. Doch unabhängig davon genießt er sein großes Glück, wieder mit seinem Sohn vereint zu sein. So, Süppchen gibt's sich. Ah, und einen Kaffee. Ach, nee, für mich? Natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Setzen Sie sich. Darf ich? So, was gibt's Neues? Es gibt so viel Neues. Mein Sohn hat mich zur Hochzeit eingeladen. Ja. Und ich werde daran teilhaben und ich werde neu eingekleidet. Wahnsinn, das ist super. Ich freue mich sehr. Ja, neuer Zwirn kommt auch noch dazu. Neuer Zwirn gibt es dazu. Wahnsinn. Hallo, Herr Lenzen. Hallo, Herr Schmidt. Sekunde. Das Beweisstück, ja? Zünd den Scheiß an, Alter. Der soll brennen. Mach das, er schwitzt. Oh, Junge, Junge, es brennt. So sieht's aus, ja. Ihr wolltet mich verbrennen. Verbrennen. Na, du pack aus, erzähl alles. Ja, was gibt's denn da zu erzählen? Papa, du hast mir jeden Tag gesagt, dass der Abschaum hier weg von den Straßen muss, dass es nicht ins Bild passt von den Luxusimmobilien. Ich wollte dich mal stolz machen. Stolz mit dem Mist? Ja, einfach mal deine Worte in Taten umsetzen und dafür sorgen, dass es hier mal sauber wird überall. Du meintest immer, der Abschaum soll weg. Aber sowas doch nicht. Das kann doch nicht das Ergebnis sein. Wir waren hier, haben ihn gedroht. Aber am nächsten Tag lag er wieder da. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Mach was, bevor ich was mache. Vielleicht wäre dann ja der Rest auch noch gegangen. Ich hab dir das schon mal gesagt, an so Leuten macht man sich die Finger nicht schmutzig. Ganz ehrlich, Sie wissen schon, was Sie hier veranstaltet haben, ne?
Ja? Es tut mir aufrichtig leid, Herr Lenzen. Dieses Gedankengut ist die Folge Ihrer Hetzerei. Es tut mir aufrichtig leid, dass es so passiert ist. Ich wollte das nicht. Ich werde die Petition canceln. Ich werde diese ganze Initiative beenden. Ich verspreche das. Es tut mir leid. So, einmal mitkommen, bitte. Das waren deine Worte, Papa. Herr Lenzen, es tut mir leid. Das ist ja Spaß. Guten Tag. Ingo, gehen Sie einfach. Danke für die gute Arbeit. Danke dir. Danke dir für den Einsatz. Ciao. Lasse Schmidt und David Becker wurden wegen versuchten Mordes zu Jugendstrafen von jeweils 4 Jahren verurteilt. Ich habe Rudi Matern geholfen, neue Ausweispapiere und die Grundsicherung zu beantragen, sodass er sich nun eine Wohnung leisten kann. Außerdem hat er bereits einen neuen Job in Aussicht. Ja, tschüss, ciao.